Hallo und willkommen zurück in einer neuen Folge Elden Ring. Wir haben noch ein bisschen Content vor uns, nämlich auch hier haben wir einen Boss noch nicht gemacht. Erst reden wir mal mit der schmucken Dame, weil wir haben ja... Ja, den Lord werden wir gleich aufsuchen. Wir haben ja eine Jagd wieder abgeschlossen. Ich glaube, die war für den da hinten. Ja. Er hat uns da ja geholfen. I had hoped you'd soon return. I have the reward from Lady Tanith. Take it. It's yours by right. Elmirs Wut. Ja, nützt mir gar nichts. Let's tread the path of the recusant together, till we reach the miserable death that awaits us. You're still alive, I see. Er hat Talente, der hat was zu verkaufen, ja, aber... Da habe ich eigentlich schon was gekauft und mehr brauche ich derzeit nicht von dir. So, wir können... Was bist denn du? Brave Tarnished, what is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness, am I still a serpent? Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual, despite this appearance. Brave Tarnished, this is my true form. My real name is Zorias. Please forgive the deception. Do understand? This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods, and the Volcano Manor is just as it seems. Ja, das glaube ich nicht so. Lady Tanith is my mother. I am told I was born by the grace of a glorious king, that my mother cherishes this form I inhabit. I am proud of what I am, but people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits, but you are not like the rest. Ja, ich gehe jetzt seinen Papi töten. Und zwar ist nämlich hier ein versteckter Gang. Gleich neben dieser Leiche hier. Schnecki. Und hier geht's dann runter. Sprießendes Horn. Muss jeder haben. So, schauen wir mal. Was bist du für einer? Oh ne, nicht so einer. Eieiei. Ich bin immer noch auf dieser blöden Lampe. Ja. Ich hasse diese Typen. Was ist denn da? Wer bist du? Tarnished, here to put the demigods to the sword. Then please, kill the great serpent, the one that devoured Praetor Rykard. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber. Worthy Tarnished, brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Praetor Rykard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity
once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Ja, wir werden ihn richten. Es gibt auch noch weitere Bereiche, in denen wir nur durchgeschwärft sind bis jetzt. Gib Ruhe da. Zum Beispiel da, wo ich gegen Blade kämpfen musste, da geht es noch weit, weit weiter. Da habe ich auch irgendwo sogar eine goldene Saat gesehen. Hier weiter oder da weiter? Erst gehen wir hier rein. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Nee, garantiert nicht, weil das wäre keine Schnecke. Oh, die vergiften. Wieder ein Handbuch. Aha. Kann man hier irgendwo eine Tür aufmachen? Nee. Wie sieht es hier aus? Du auch nicht? Nee, du nicht. So, und jetzt gibt's Rache hier. Der banniert mich ja schon wieder. So, jetzt aber. Bluthundkrallen. Für eine feuersichere Trockenleber. Hurra! Aber die werden wir vielleicht sogar noch brauchen, wenn ich hier den Weg weiterfinde. So, hier haben wir mal den nächsten Gnadenpunkt. Ist schon mal gut. So, wohin als erstes? Gehen wir mal darauf. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das werden, ob wir das in einer Folge jetzt abschließen können oder nicht. Ich denke aber, eher nicht. Das sieht so nach Brücke aus. Und das nach Tod. Hoppala. Ja, bist denn du nicht klein? Vulkanstein. Hä? Eigentlich könnte ich hier auf einer Hand auch wechseln. Wäre auch eine Möglichkeit. Raus da. Jetzt passt's. Oha. Ah. Ich hasse euch.
Au! Ja, jetzt bin ich tot. So, auf ein neues. Den krieg ich hin. Wunderbar sogar. Ich will nicht darunter. Ich will meine Seelen zurückhaben. Euch mache ich auch weg. Zwecks lästig werden. So, und jetzt heißt es aufpassen, jetzt kommt mein Freund hier wieder angerollt. Ah, beruhig dich. Au! Nein! Ah. Ach komm! So, jetzt aber. Kostet nur wertvolle Zeit. Oh, nicht mal ein Item bewacht. Da muss irgendwo eins sein. Ich habe doch gerade eins gesehen da. Widerstein. Na, immerhin. Ey! Das ist unfair. Sowas macht man nicht. Oh. Mal ein bisschen Verwendungszweck für das Zeug. Ei. Nee. Kommst du nicht hin, ne? Aua! Au! Was mit jetzt mal? Ich gehe darauf. Aha. Ey. Also momentan werde ich ordentlich vorgeführt. Was habe ich da jetzt getroffen? Nein. Schau. Wieder erwischt es mich.
Ich gebe Gas. Tschüss. Also, du bist anhänglich. Das trifft auch nach oben, oder wie? Nee, das war er. Ist egal, ich will nur dieses Item haben. Nein. Aha. Das kommt da raus? Wie oft bin ich jetzt an der gleichen Stelle verreckt? So, nochmal den schönen Weg darunter. Mit lästigem Hund. Ja, egal was du magst, das erwische ich trotzdem. Bemerkenswert. So, meine Seelen, die will ich wieder haben. Ja, ja, bin ich. Du bist aus Sens Festung, ne? Du machst ganz schön Schaden. Was soll denn das? Ich von dieser Seite zu öffnen. Na toll, dann bin ich auch völlig umsonst da runtergelaufen. Ist doch schön. Dafür bekomme ich Besuch. Na, ist doch schön alles. Nein! Du kriegst eine auf die Birne. Ja, das Ding schon. Kannst du nicht rein, ne? Das ist so ein Käse. Wo kommst du denn her? Wo bist du? Hab ja was für dich. Pfeile. So noch nicht. So, da muss ja auch irgendwie raufgehen, weil da liegt ein Item. Ach, da oben ist der Typ. Der Typ des Skarabäus. Ja, willst du nur da reingehen? Höchstwahrscheinlich. Die einzige Option sein momentan.
und die ist auch sehr begrenzt. Siegel des Erdenbaums. Das heißt, er wartet da draußen auf mich, weil er genau weiß, ich muss da wieder raus. Sehr schön. Moment, nee, da geht's auch rein. Also die Hunde lieben sie. Oha. Bisschen unvorsichtig, mein Jung. Topftypen. Oh! Explosive Topftypen. Nee, ich fass euch nicht an, ihr explodiert. Schwebender Schild. Widerstand 6. Au, au, heiße Füße, heiße Füße, heiße Füße. Da muss ich doch irgendwie rauf können. Ich war nicht. Na klar. Hier. Eine goldene Rune. Hohoho, das war mehr als knapp. Das wäre beinahe ein Lavapark geworden. Und jetzt ist es ein Lavapark. Gott sei Dank ist Lava hier nicht so tödlich wie in Dark Souls. Das wäre ich schon mehr als nur tot. Oh, hallo? Du warst vorher nicht hier. So, und wo jetzt hin? Das ist nicht euer Ernst, oder? Geh sich doch niemals aus. Komme ich so auch irgendwo rauf? Ah, da vorne. Da. Schnecki? Hä? Okay. Nee, nee. So nicht. Ja, bloß auch mit dem Blödsinn. Wie David. Schnecken. Du, pass auf, ich werde irgendwann den Weg darauf finden und dann hole ich dich. Ich habe einen Weg darauf gefunden.
Ja, das war's. Schmiedestein. Sonst noch irgendwo was Interessantes, von Wert oder sonst was? Auf den Dächern? Nö. Ladenpunkt wäre bei Zeiten mal interessant. Oh, das sieht so richtig nach Aufzug aus. Mhm. Ob ich da auch wirklich runter will? Da passiert mir mal nichts. Der andere, glaube ich, wäre schön in die Lava gefahren. Außer er war nach oben gefahren, das kann auch sein. Aber was mich mehr interessieren würde, wäre tatsächlich ein Punkt der Gnade. Oha! Nicht du schon wieder. Eieiei. Ei, ei. Ja. Hurra. Tschüss. Ich gehe wieder. Da unten ist nicht so tolle. Wo ist er denn? Wo fährst du hin, mein Freund? Ah, du fährst nach oben. Ladenpunkt? Nö. Aber ein böser Ritter. Nicht wirklich viel zu melden hat. Ist auch nicht so wirklich nach Gnadenpunkt. Ah, das ist die Brücke. Die können wir jetzt hochfahren lassen. Dann komme ich natürlich zurück zu einem Gnadenpunkt. Dann macht der Bosskampf auch Sinn da unten. Ah, die ist sicher gut warm. Da hinten ist, sehe ich eine Posttür. Das wird uns aber dann in der nächsten Folge beschäftigt. Tschüss. Okay, das wird uns jetzt beschäftigen. Ach, die kenne ich doch. Okay. Nächste Folge.
Gut, Leute, ich sag dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.